Bezirksstadtrat Carsten Röding, die Europabeauftragte Ulla Buhacek und der Projektträger ProWB luden am 29. Mai zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Start des ESF-Projekts Berufspilot und Betriebsunterhalt Spandau 2020 ein. Mit dem ESF-Bundesprogramm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit soll die nachhaltige Integration von langzeitarbeitslosen Menschen ab dem 27. Lebensjahr in Beschäftigung gefördert und die lokale Ökonomie gestärkt werden. Wie diese bedeutenden Ziele in Spandau mithilfe des Projekts verwirklicht werden können, erläuterte Dr. Wolfgang K. Serbser von der ProWB. Also, ich will versuchen, Sie ganz kurz in dieses Projekt einzuführen. Der Hintergrund, warum ich selber in dieses Projekt auch sehr viel Entwicklungsarbeit gesteckt habe, ist eigentlich ein demografisches Problemchen, was wir in Deutschland haben. Und wenn wir weniger werden, war für mich eigentlich dann ein Anschluss zunächst mal daraus, dass wir einfach sozusagen effizienter im Umgang damit werden müssen und dass wir mehr auf Städte und Gebäude als Systeme verstehen und eben diejenigen, die dort sozusagen das erhalten sollen, dass wir die besser ausbilden. Das war eigentlich der Grundgedanke. Und wenn man sich dann so ein bisschen umschaut, dann ist das eben heute noch nicht unbedingt so und es ist auch ein relativ weiter Weg und langfristig strebt tatsächlich dieses Projekt, wie vorhin gesagt wurde, so ganz nebenbei an, tatsächlich einen neuen Beruf in diesem Bereich zu entwickeln und auch umzusetzen. Das Vorbild, wie wir im letzten Projekt erst richtig gelernt haben, kommt so ein bisschen aus der Schweiz. Die haben da schon vor 10, 15 Jahren angefangen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Es ist ein Projekt, was also langfristig sozusagen dieses Berufsbild anstrebt und was mit Vorarbeiten auch in anderen Projekten angefangen hat, ein entsprechendes Curriculum aufzubauen. Das war vor allen Dingen für die Leute, mal salopp gesagt, die vielleicht nicht so sehr im Rechnen gut sind, aber die sehr viele praktische Anlagen haben. Und wenn man sich gerade in Berlin umschaut, ist es sehr, sehr deutlich, wir haben sehr, sehr viele junge Leute, die einfach überhaupt keine Berufsausbildung haben und die vielleicht auch mit dem einen oder anderen immer theoretischeren Anforderungen, ich denke da an den Klimaheizungsbau oder dergleichen, ja, weil es auch gar nicht so gut klarkommt. Und wir haben im Projekt vorher eben die Erfahrung gemacht, dass es viele gibt, die ja, praktisch sehr, sehr gut sind. Und deswegen ist dieses ganze Curriculum auch anders aufgebaut. Es geht, es ist sehr praxisorientiert. Es soll gerade eigentlich die Zielgruppen ansprechen, die sonst immer ein bisschen rausfallen. Und dann sind wir dann auch schon ein bisschen bei den Berufspiloten, dem zweiten Begriff, der da auftaucht. Weil es geht eigentlich darum, gerade denen, die nicht so gut klarkommen in den klassischen Ausbildungsberufen, im Handwerk oder im Gewerbe, denen sozusagen Möglichkeiten zu geben, dass sie einen Weg da rein finden. Also wir haben in Berlin, wenn ich das richtig im Kopf habe, über 40% der 25-Jährigen ohne Ausbildung, jedenfalls in solchen Gebieten, wie wir sie hier vor uns haben, in der Heerstraße oder in Falkenhagen, aber eben auch in Kreuzberg und anderen Regionen sozusagen in Berlin. Und das ist ja eigentlich etwas, muss ich ehrlich sagen, was wir auch für die Zukunft eigentlich gar nicht machen können. Das geht einfach nicht. Also gezielt ist genau diese Frage. Und wir wollen mit den Unternehmen dort zusammenarbeiten. Sie haben von Teilhabe gesprochen, von Beteiligung. Ich glaube, alles, über was wir neu nachdenken, ob das ein neuer Beruf ist, ob das die Art und Weise ist, wie wir die Städte entwickeln und wie wir morgen leben wollen, das müssen wir gemeinsam gestalten. Und so ist dieses Projekt auch angelegt, dass wir die Unternehmen, die in den sind, aber auch drumherum, dass wir versuchen, sie mit einzubeziehen und zwar ganz aktiv. Wie sollen denn, also was wird denn wirklich benötigt in den nächsten Jahren? Deswegen haben wir sehr, sehr viel Arbeit sozusagen vorgesehen mit den Unternehmen, die Bedarfe genau zu entwickeln. Denn die Unternehmen müssen sagen, was sie brauchen, was sie wollen. Sie müssen das aber gleichzeitig trotzdem zusammen mit denen wiederum entwickeln, die das auch wiederum arbeiten sollen. Das ist das Grundprinzip. Ja, und um das zu machen, eben werden wir mit den Handwerksbetrieben, die dort vor Ort sind, versuchen zusammenzuarbeiten, versuchen neue Kooperationsformen zu entwickeln, die es auch ermöglichen, nicht nur für den Betriebsunterhalt, sondern im Sinne des Berufspilots, auch für die vielen Gewerke, die da eigentlich drin sind, die man nämlich braucht, um eine Stadt oder ein Quartier
gut pflegen und unterhalten zu können, um auch diese sozusagen zu befördern, die eben feststellen, sie wollen auch jemanden haben.